Probier's mal aus. Ist egal. Ich meine, der Frostschlag hat ihn nicht geheilt eben, deswegen. Ich will die Millionen hier sehen, Rei. So, was macht er? Nö, macht Schaden, okay. Wow. Dafür, dass es so viel Mana kostet, ist es voll für den Arsch. Einmal konzentrieren. Schild hast du nicht, das finde ich nicht so lustig, aber egal. Ich finde irgendwie eigenartig, habe ich ein Feuerschwert? Vielleicht eine Drache? Ist der feuerbasierend? Ich weiß es nicht. Die Waffe von Ryu. Dass er den halt mit einem normalen Angriff. Bin ich gerade etwas verwirrt? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Das hat einen Spring gerade gemacht. Aber egal. Ups, 2040. Gut ist. Ja, ja. Kann man nichts machen, ne? Heilkräuter! Gut. Weiter geht's. Ist hier schon der nächste? Nein, noch nicht. Aber ich glaube, ich bin gleich einmal im Kreis gelaufen. Genau. Huja-buja. Gut, dann kann ich eine Runde schlafen gehen. Ja, schön, da ist ein Bett. Wir wollen uns ausruhen. Wir wollen Mana tanken. Und dann geht's nicht nach oben. Denn wir haben doch unten einen Weg. Einen Weg. Weg. Aber wir kommen jetzt endlich hier durch. Blub. Und hier wieder einmal rum. Und Brummkreise kriegen. So, hier gab's noch Wege. Na, hier nicht, aber... war hier vorne noch einer? Die Leiter gibt's zum Beispiel noch. Und war hier noch ein Weg? Hier war, glaube ich, auch noch ein Weg. Genau, hier war noch ein Weg. Hier rein. Probe 2 fehlt uns noch. Die nicht hier ist. Wow, hier hätten sie ruhig einen Bosskampf reinmachen können. Aber egal, spart Zeit. Lups, da hätten wir das auch grün. Grün. Gab's da noch einen Weg? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Hier waren die drei Nues drin, die drei Nus. Nü-nu-na. Lup, hier geht's noch weiter. Dann gehen wir erstmal hier rein. Hier haben wir auch keinen Kampf, aber eine Leiter. Gut, ich, nach oben gehe ich gleich erst. Ich werde es unten fertig werden. Hier ist nämlich noch ein Bosskampf drin, bestimmt. Yo, da sind sie doch schon. Hi, Schnecke. Wir stehen verdammt dicht davor, muss ich sagen. Rei, du stehst unter der Schnecke. Lecker. Okay, genau davor. Knutschjap. Feuer war dein Freund, ne? Ich weiß es noch. Plündern. Die haben alle Lebensflitter bei sich übrigens, glaube ich. Tja, was macht mir besser als den Feuerkrieger? Wir machen einen Feuerwehrmod mal einfach, würde ich mal sagen. Das ist auch mal schön. Haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Nichts, ja. Scheiß Chance. Blub. Probe 2 verliert Schutzschicht. Oh, die habe ich ganz vergessen. Wehmod. Hi. Haben wir den schon mal gesehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Rap. Ja, hier ist sehr viel, sehr ziemlich eng in diesem Raum, muss ich sagen. Ja, schlappert mich erstmal ab. Aber dürfte nicht so weiter schlimm sein. Erstmal Flammenhauch, damit ihr die Schutz der andere Schnecke auch noch Schutzschicht verliert. Tja, normalerweise haben wir gerade die ganze Station verbrannt hier, aber egal. Zwei verschiedene Schutzschicht. Gut, jetzt haben beide die Schutzschicht weg. Absaugen. Na gut, ja, das ist auch noch der tolle Vorteil im Mod. Der hat natürlich einen unheimlich harten Hieb.
Aber egal. Absaugen, ja, mach du mal. Los, Rache, und dann ist gut. Nein, wir wollen die Feuerklaue noch sehen. Flammklaue, Entschuldigung. Ups, kaputt. Das ist eine perfekte, super Sache, hier mal die Drachen zu zeigen, die ich vergessen habe. Gibt natürlich noch wahnsinnig viele Unterformen, aber... die sind jetzt nicht so pralle, muss ich sagen. Also, was ist pralle, aber die sind jetzt nicht so großartig unterscheidend. So, jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt sind wir nämlich unten fertig. Wir haben keine Wege mehr. Jetzt muss ich mir erstmal umschauen hier. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und hier landen wir. Oh, vor Ammoniten. Das sind dann noch die neuesten Gegner, würde ich jetzt mal behaupten. Gegen die haben wir doch schön Björn hier jetzt. Und Strom und Rio, du machst einen auf. Elektro. Oh, was kann ich dir da mal geben? Elektrokrieger. Ja, mach Elektrokrieger. Ist egal. Boom, 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 boom. So, rein. Du bist nicht mehr sinnvoll mit deinem Björn hier. Und den könnte ich noch Tsunami lernen, aber... ach, warum? Warum, warum, warum sollte ich das tun? Ich bin kurz vorm Ende des Spiels, da brauche ich den Kram nicht mehr unbedingt. Zielschlag. Der wieder nur einmal trifft? Nein! Mehrmals. Tsunami, da ist es doch. Wie gesagt, lernbar, aber trifft sowieso die. Seht ihr? Ryu, ich mag an dir, dass du so schön schnell bist. Jo, wir klatschen nur Donner drauf, denn Donner ist lustig. Boom. Bams, bams, bams. Tja, Pikachu kann da sich eine Scheibe von abschneiden, sag ich mal. New, new, new. Und weiter Electrifying Mans. Wups, der ist weg. Halb so wild alles. Halb so wild. Zwar Bosse waren, überlegt man sich mal, ne? Aber... ach! Die armen Viecher. Ich kann ja mal versuchen, Tsunami zu lernen mit Momo. Aber du bist nicht dran jetzt. Du bist nicht in der Ex-Runde dran. Lups. Und noch haben wir Björn hier drauf. Und drei. Darfst du den Final Shock machen? Jo, du darfst. Ist doch mal was Schönes. 2000. Ja, die bringen doch noch am meisten. Ich habe 80.000 Sandy fast. Und da geht's noch höher. Du, 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 du. Tja, die haben ja gar keinen Schaden gemacht, sehe ich gerade. Nee, ich gerade erstmal die Station hier ab jetzt. Wir wollen noch alles erkunden. Ich habe einen Weg vergessen. Naja, egal. Hier geht's nach unten. Geht's denn hier lang? Bin ich jetzt da, wo ich denke, wo ich bin? Ja, bin ich. Okay, hier ist der Speicherpunkt und das Bettenhaus. In Anführungsstrichen. Da möchte ich jetzt nicht rein, denn... sie ist mit einem elektronischen... ja, ja, ja. Na gut, wir haben den hier. Also wir kommen nur hier rein, denn ich habe ja schon mal alle Türen ausprobiert. Ich glaube, das Mikro ist doch zu nah. Moment, nochmal knacken. So. Gehen wir erstmal hier rein. Ach, der Kollege Angler. Hi. Was hast denn du? Elektro, ne? Ich glaube Elektro. Und die habe ich... ne, du konntest Donner, das weiß ich noch. Probieren wir es aus. Und Aura. Ich verwende mich jetzt nicht extra für den. Ich weiß noch, ich habe mit Grau und Nina gegen den gekämpft, also... oh, Elektro war gar nicht gut. Ich glaube... ne, Feuer war es, genau. Feuer. Fischstäbchen. Aber der kann Donner selbst, glaube ich. Ja,
Ja, fast schon. Gift auch. Er sieht schon so elektrisch aus, wenn er angreift. Plünder mal. Boom. Was gibt's? Nichts gibt's, weil er gar nichts hat. Spring mal den an. Test mal Feuer und Ryu. Ich weiß nicht, Lava-Ausbruch mit ihr. Schattenlauf. 201. Jo, ist in Ordnung. So schwer war der Typ nicht. Der Kollege war doch recht einfach. Naja, 70.